Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder, große Kinder, kleine Kinder, dicke Kinder, dünne Kinder. Guten Tag, guten Tag, sagen alle Kinder. Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist ein schöner Tag und ich meine, unsere Stunde euch viel Freude macht. Es läutet, die Stunde beginnt. Ich heiße Tatjana Alexejewna, ich bin eure Deutschlehrerin. Wir haben heute eine ungewöhnliche Stunde. Das Thema der Stunde heißt Im Land der Präpositionen. Wir machen heute eine Reise durch das Land der Präpositionen. Dabei machen wir verschiedene Übungen und wiederholen Präpositionen. Zuerst lesen wir ein wunderschönes Gedicht. Alle Tiere schlafen hier. Hört bitte zuerst aufmerksam zu. Das Gedicht heißt Alle Tiere schlafen hier. Der Hase im Klee, die Fische im See, im Loch dort die Maus, die Katze im Haus, auf der Wiese die Kuh, alle machen die Augen zu. Was bedeutet die unterstrichenen Wörter im Gedicht? Das sind die Präpositionen. Und wir gehen ins Land, wo die Präpositionen wohnen. Jetzt im Wald werden wir viele Präpositionen sehen. Wir wiederholen die Präpositionen. Ich nenne sie über, in, hinter, auf, zwischen, an, neben, vor, unter. Kinder, beantwortet meine Fragen. Wo ist der Vogel? Der Vogel ist hinter dem Baum. Der Vogel ist im Baum. Der Vogel ist auf dem Baum. Der Vogel ist neben dem Baum. Der Vogel ist über dem Baum. Der Vogel ist vor dem Baum. Kinder, wir gehen weiter durch den Märchenwald. Auf dem Weg ist die Waldfee. Wir können nicht weiter gehen. Die Waldfee sagt, ihr sollt sagen, wodurch unterscheiden sich diese Sätze. Dann könnt ihr weitergehen. Diese Präpositionen gebrauchen mit Dativ und mit Akkusativ. Prima, wir gehen weiter. Hier sehen wir zwei Häuser. Wer wohnt hier? Artikel. Wodurch unterscheiden sich diese Häuser? Artikel существительного в дательном падеже и артикл существительного в винительном падеже.